Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House Challenge. So, ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller hier. Und die liebe Phyllis hat ja ein Buch geschrieben und das könnten wir mal veröffentlichen. An Verlag verkaufen. So, dann verkaufen wir nämlich mal die ganzen Bücher an Verlag und vielleicht haben wir ja sogar Glück. Oh, schräger Humor und krasse Späße-Festival. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. So, Damien hat. Olivia wurde befördert. Sehr schön. So, während sie hier noch fleißig am Schreiben ist. Sie ist Level 6. Auch Level 6. Ja, wir nennen das so. Er ist auch Level 6. Er ist schon Level 7. Er ist noch Level 5. Oh. Er ist auch noch Level 5. Sie ist auch noch Level 5. Oh je. Köchin Level 8. Das ist schön. Wir haben jetzt hier alles erreicht. Das heißt, sie müsste ja auch bald mal befördert werden. Was für ein Arbeitstag. Victor ist wieder zu Hause und hat Geld verdient. Mensch. Dann können wir nämlich gleich auch die Rechnung bezahlen am Briefkasten unten. Wenn sie dann da fertig geschrieben hat. Ich finde geil, dass die an einem Tag einfach so ganze Bücher schreiben kann. Also mehrere, muss man ja mal anmerken, ne? An Verlag verkaufen, die Sache mit dem I. Ausgezeichnet, normal. Okay, jetzt muss sie ja nur noch ein gutes schreiben, dann hat sie das nämlich schon mal erfüllt. Wir sollten langsam, glaube ich, auch ein bisschen darauf achten, dass wir diese Sachen mit erfüllen. Jetzt, wo wir, ich sag mal, das Haus so gut aufgestellt haben, dass man darauf halt auch achten kann. So. Claudio wurde befördert, das ist gut. Dann ist jetzt auch Karriere Level 6. Wir haben noch ein paar Nachzügler was bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Challenge wirklich langfristig so viel Spaß macht. Ich finde schon ganz cool, also dann auf diese Sachen zu achten, wer wie weit ist und so und dann noch diese ganzen Planungssachen, was man so alles plant. Da ist Lilith. Wir wollen aber nicht zum Vampir werden. Ist so. Rechnung bezahlen. Ausgezeichnete Bücher schreiben. Okay, aber erstmal gehst du aufs Klo. Er gönnt sich erstmal eine Wanne. So, dann kannst du hier mal aufräumen. Wenn wir gerade schon mal dabei sind, ne? Ist hier noch was drin? Da sind noch 8 übrig. Da sind noch 2 übrig. Wir nehmen doch mal Lachs in der Kräuterkruste. Oh, sie räumt auch schon mit auf. Sie stinkt ein bisschen. Sie könnte mal duschen gehen. Das funktioniert Premium, ne? Diese Aufräumsachen, dass die unterbrochen werden, das finde ich echt nervig. Was ich aber gut fand, in Sims 3 konntest du auf dem Sim klicken und irgendwo stand hier irgendwie so Hausarbeit erledigen oder sowas. Und dann hat der halt das ganze Haus gesäubert. Das fand ich echt praktisch, muss ich sagen. Das fand ich echt gut. So, Wäsche waschen könnten wir auch mal. So, Taschen durchsuchen. In die Waschmaschine stecken. Taschen durchsuchen und in die Waschmaschine stecken. So, jetzt liegen hier ja nicht irgendwo noch Wäsche rum, oder? Er ist hier voll der Schlampi, ne? Bei ihm liegt die ganze Wäsche immer rum. Vielleicht, weil er so unordentlicher ist. Ich weiß gar nicht, was für Fähigkeit, sage ich schon, was für Sachen er hatte. Was macht sie da jetzt? Okay, Taschen durchsuchen, Taschen durchsuchen. Auf
finde ich gut, dass sie jetzt hier mal ganz schnell die ganze Wäsche nochmal macht, ne? Frei hat sie ja. So, Wäsche machen, in die Waschmaschine stecken. Ja gut, sehr viel bringt uns das auch nichts, ne? Olivia hat jetzt... Dann darfst du die Wäsche waschen. Die darfst du noch mal in die Waschmaschine stecken. Kommst du da nicht ran, oder was? Ich stelle die jetzt mal so großflächig hin. Eine Waschmaschine verfügbar, okay. Gut, dann gehst du jetzt trotzdem erstmal schlafen. Sie ist traurig. Ja, ist kein Problem. Ich wollte schon sagen, der neue Bug ist jetzt, dass das Licht immer anbleibt, oder was? Ach, hier unten haben wir schon wieder schönen Loot. Ja, ich würde aber sagen, du darfst bewässern. Und hier stand irgendwo Jäten. Da, Jäten. Aber wenn du dann halt ausgeschlafen bist. Und nebenbei kann ja irgendjemand vorbeikommen und dich volllabern bei der Gartenarbeit. Wobei du ja auch keine Probleme damit hast, die Blumen voll zu labern. Also sollte das sollte kein Problem darstellen. So. Bei Claire können wir gleich mal gucken, was wir da Schönes machen können. Aber im Moment komme ich mit meinen Aufnahmen hier gefühlt nicht hinterher. Ich müsste eigentlich für Anatomie lernen, aber ich habe irgendwie gar keinen Kopf dafür im Moment. Das Problem ist aber auch, wir haben irgendwie so 10 Stunden Unterricht, die ganze Woche fast. Außer Donnerstags, juhu. Da haben wir nur 8 Stunden Unterricht. Und dann soll man irgendwie nochmal lernen. Ich meine, am Wochenende, ich meine auch gerade mit der Depression und so, man muss sich irgendwie ja auch wieder erholen, ne? Man startet dann nicht mal komplett erholt wieder in den Montag. Das ist immer richtig schlimm. Oder am Wochenende versucht man dann hier noch so den Haushalt wieder komplett gerade zu machen, ne? Dass man dann die ganze Wäsche wäscht. Apropos Wäsche, das muss ich auch gleich noch machen. Mal gut, dass ich das hier erzähle. Ja, Kaninchen muss ich noch sauber machen und alles. Und aber die Diablo-Season hat auch begonnen. Und eigentlich würde ich auch gern Kingdom Come Deliverance streamen. Und die nächste Woche in der Challenge, die ich mit Sarah mache. Aber so viel Zeit habe ich gar nicht. Und zwischendurch schläft man ja auch noch. Und wie gesagt, eigentlich müsste man lernen, aber man hat halt einfach weder Lust noch einen Kopf dafür bei diesen ganzen Sachen, die ja anstehen. So. Claire. Level 7 der Schelmfähigkeit. Okay. Setz dich mal mit hier hin. Und fang mal an, Unfug zu treiben. Behaupten, kriminelles Superhirn zu sein. Oh. Okay, vielleicht entschuldigst du dich mal. Das war nämlich gerade echt assi. Alles klar, alles klar. Sie tanzt. Unfug. Falsche Selbstsicherheit einflößen. Ich finde diese schelmischen Interaktionen voll nervig. Mit Handschocker reinlegen. Victor muss dann auch mal zur Arbeit. Ich glaube, Lilly muss dann auch bald zur Arbeit. Über Kochen reden ist. Was ist das für ein Fleck? Wie
ihr meine Backpfeife, ey. Da bin ich mal gespannt. Da zum Glück nicht laut hier im Hintergrund das Spiel. So, klatscht sie ihr jetzt eine? Nee. Okay, dann werden wir Lucien mal. Der hat auch diese komische Krankheit. Das ist ja gut. Unfug. Erschrecken. Das sieht schon cool aus von hier, ne? Die sich gefällt mir. Der muss mal aufs Klo. So, das Klo verwenden dann auch, ne? Dann wird das auch was. Dann darfst du mal duschen. Was haben wir denn hier? Frühstückseierlei von Damien. Na super. Wir nehmen uns ein Gericht. Werden Kochkanal schauen. Und dann, ja, mal schauen. So. Wie ist denn die? Genau, setze ich da gar nicht erst hin. Ich gehe gleich hier hin. Muss man diese Fische eigentlich mal füttern? Hier steht ja nichts von füttern oder so. Ich meine, wir haben sie ja einfach nur. Lucien besucht einen neuen Essenstand. Der Verkäufer hält ihm ein Tablett mit seltsamen Kostproben. Ach so, das hatten wir schon mal. Ja, das ist wieder dasselbe. Okay, dann darfst du alles ernten gehen. Und zwar jetzt. So. Stimmt, er ist ja Restaurantkritiker. Ach, haben wir die überhaupt fleißig arbeiten geschickt? Wir waren jetzt so damit beschäftigt, diese Schelmsachen zu machen. Das war dann ein bisschen, naja. Natürlich ist diese dumme Anlage kaputt. Ich verkaufe die jetzt auch. Mir geht die so auf den Sack. Was hat sie jetzt hier? Sie hat eine Tanzfläche im Inventar. Voodoo-Puppe. Nein, damit hätten wir die Schelmfähigkeit doch machen können. Sag mal, du sollst das hier ernten, Alte. Boah, das fängt ja echt gut an hier. Nein, ich möchte auch nicht mit Penny Pizzas was machen. Oh, jetzt habe ich Lust, die Pizza endlich zu essen. Ja, nach dieser Aufnahme werde ich die Pizza essen. Danach muss ich auch nur noch YouTubers Live aufnehmen und Kingdom Hearts. Ich habe so wenig Zeit. So, immerhin ist der Garten gepflegt. So, aber dann darfst du endlich schlafen gehen. Du musst ja, glaube ich, gar nicht arbeiten, oder? Nee, muss sie nicht. Nein, ich möchte auch immer noch nicht mit Penny was machen. Okay. Dann können wir jetzt ja den Kram verkaufen. 10.340. Lucien wurde befördert. Das ist schön. Wie sieht's hier bei euch aus? Du musst noch fleißig arbeiten. Oh, die pennt jetzt hier erstmal ausgelassen. Die hat so einen mega komischen Schlafrhythmus. Ich finde echt schade, dass wir uns keine WG-Katze holen können. Damien ist zu Hause. Ich müsste mal gucken, ob es so ein Cheat gibt, womit man das machen kann. Wir müssen unseren Hobbykeller ja echt noch einrichten, ne? Hier haben wir ja schon unseren Malerbalkon. Hier oben
haben wir, glaube ich, gar keinen Balkon, ne? Nee, das ist einfach nur so optisch. Kann immer noch nicht glauben. Oh, Dach, ich sehe schon, dass wir mit so einem Haus quasi sogar gestartet sind, dass das so finanziell gepasst hat. Aber dafür konnten wir bis auf die Betten dann halt auch echt nichts anderes mehr machen, muss man halt dazu sagen. So. Maus, dreh dich. Wir werden das jetzt mal bis hierhin. Nee, das ist irgendwie blöd, ne? Okay, wir machen. Oh, Maus! Wir machen das anders. Wir werden das hier auch so machen. Und zwar mit so einer Halbmauer. Haben wir die kleine, ja, ne? Doch, das reicht so. Dann. Noch einmal so. Und so. Und das Grün müssen wir hier noch verteilen. Und jetzt sieht das wieder gleichmäßig aus. So, dann kann ich ja mal mit dem Keller hier anfangen. Dem Hobbykeller. Ich wollte hier schon ein Bad einrichten, aber das dürfen wir ja gar nicht. So, ich würde sagen, wir machen sogar so eine offene Tür zum Hobbykeller hin. Aber ich muss den Style von oben wieder einführen. Das sieht dann besser aus. Ach, die haben wir hier. Okay. Den Hobbykeller machen wir jetzt auch mal in dem Stil. Ich wollte den Boden haben. Wobei, wir haben jetzt ja so schöne. Dingens hier. Ist, hier aus neuen Erweiterungen und so. Ja, sieht gleich schon besser aus, ne? Gut, dann können wir nämlich jetzt mal das Dart hier mitnehmen. Nein, jetzt habe ich es verkauft. Ich Trottel. So. Ich drücke mal den falschen Knopf im Moment. So, Gitarre. Meist hat jeder einen PC in seinem Raum, deswegen brauchen wir das da auch gar nicht. So, ich würde das hier jetzt auch mal umbauen. So, dann werden wir hier auf jeden Fall mal schönere Dinger hinbauen. Und wir gucken mal, wir haben jetzt ja auch neue Bücherregale, glaube ich. Guck mal, der sieht doch hier schon mal freundlicher aus. Schöne Fernsehschrankwand. Dann packen wir hier unten aber auch erstmal noch ein Sofa mit hin. So, ich würde hier nämlich noch eine Werkbank mit hinstellen. Muss ich die natürlich erstmal finden. Hier war sie doch gerade irgendwo. So, dann kann man hier nämlich erstmal noch so ein bisschen so ablagemäßig. Stellen wir da ein paar schöne Blümchen drauf.
machen hier noch mal was Dekomäßiges hin. So. Warte, das Dart können wir ja mal so richtig hier in die Mitte stellen. Wir stellen noch mal welche hin. Dekoriere das jetzt auch einfach gleich. So. Noch einen schicken Teppich. Und wir sind zufrieden. Oder? Ich guck noch mal nach, wie es aussieht. Dann haben wir erstmal so einen Hobbyraum zum Basteln, Dart spielen. Und das kann man ja beliebig noch erweitern dann. So, für diesen Part war es das aber auch erstmal. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit dann ciao und bis zum nächsten Part.